Und damit herzlich willkommen, liebes Universe, let's brutzel mit dem bösen Chaos Joker, weil, deswegen, weil bei der Hitze gibt's nichts Schöneres als italienisches Essen und deswegen heute Pasta Carbonara, weil, why not? Ich sage spielen. Camtasia Deck, das ist uncool. So, was wollt ihr denn von mir? Eine Pfanne. Ja. Schinkenspeck. Und weil ich mir ja mal gedacht habe, ich muss ja mal wieder was kochen, weil es haben sich ja Leute beschwert, ich würde ja nur noch irgendwie Süßkram machen und so. Und gar nicht mehr so wirklich was kochen. Und warme Gerichte, wenn es weiter nichts ist. Weil ursprünglich hatte ich ja überlegt, noch ein Eis zu machen, weil Sarah hat schon wieder unwahrscheinlich viele neue Eisgerichte am Start. Aber, naja, Gott. Brate ihn, bis er knusprig ist. Die Pfanne oder den Speck? Ja, warten. Das wird aber ganz schön knusprig. Naja, wenn natürlich, weil. Aber wieso warten? Ich warte doch nicht. Ich höre doch da drin. Ja. Was? Achso, ja. Ausnehmen. Blub. Wow, die Pfanne wird ganz von allein sauber. Was Teflon? Ach, soll später nochmal anrufen. Blick, was ist denn jetzt? Ach, das sollen Champignons sein, okay. Sieht eher aus wie. Sieht irgendwie aus wie Pfirsich von. Oh, er hat Pfirsich gesagt, Prinzessin Peach. Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja jetzt eine neue Prinzessin für meine Sammlung gefunden. Ja, Princess Bubblegum, ihr habt die Beat-Hazard-Folge wahrscheinlich gesehen. Wobei ich sagen muss, Adventure Time ist sowas, was mir so ein bisschen am Radar irgendwie vorbeigegangen ist, obwohl das auch extrem schwachsinnig zu sein scheint manchmal und vom Humor teilweise doch recht böse. Deswegen frage ich mich, wieso ich das verpasst habe, aber naja, gut. Anyways, unsere Pilze sind fertig. Jetzt sehen sie auch aus wie Pilze. Jetzt daraus Nudeln werden sollen, ist mir jetzt irgendwie schleierhaft, aber gut. Ich, ihr wisst ja, ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Ja. Hey, 5 Sterne und shit. Ach ja, hey, da kommen Nudeln. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die nochmal sehen. Ich finde es auch immer ganz toll, wie meine ganzen Schöpfkellen und alles auf magische Art und Weise immer wieder zurück an ihren Ursprungsplatz gehen. Würde mich persönlich ein bisschen nerven. Ah ja, Wasser. Wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass Wasser im Kühlschrank steht? Silly me. Ah, jetzt aber. Ja, ja, hohe Hitze, Druff. Wasser. Warten, so lange vor dem Kochtopf stehen, bis das Wasser anfängt zu kochen und dem Wasser beim Kochen oder beim Erhitzen zuschauen, ja. Soweit komme ich ja noch klar mit Nudeln. Nur, technisch gesehen müsste da eigentlich noch Öl rein. Warum Öl? Ja, damit die Nudeln nicht aneinander kleben. Ich habe da meine Lektion gelernt, ehrlich gesagt. 7 war's. Okay. Weil normalerweise da jetzt kein Öl da dran ist, müssten ja jetzt eigentlich die Nudeln komplett zusammenkleben. Und, naja, ich will nicht sagen ungenießbar sein, aber sie würden schwer auseinandergehen, sagen wir es mal so. So in, genauso wie sie auf dem Löffel sind, quasi in einem großen Klumpen. Naja, abtropfen. Den großen Nudelklumpen da rein und Camtasia Lectrum, das geht mir gerade auf den Sack. Ach, Camtasia. Das Glück, dass ich ja jetzt Traps habe, weil, wie gesagt, ihr habt die Beat Hazard Folge gesehen, um die Frage direkt zu beantworten. Ja, ich habe einen neuen Steam-Account. Der hat denselben Namen wie den alten Steam-Account. Nur mit einem Prinzessin Peach-Bild drin, anstatt meinem Standard-Kanal-Bild. Warum ist das so? Weil, deswegen. Wenn ihr mich mit Gewalt adden wollt, viel Spaß, tut euch keinen Zwang an. Wartet aber nicht, dass ich allzu,
respondfreudig bin. Zumindest ist es nicht, wenn ich gerade Hardcore am Beat Hazard spielen bin oder so. Oder am Warframe suchten. Was ich auch öfter mache, was mich dann leider Gottes davon abhält, Advance Wars zu drehen. Sagt Zement. Camtasia, was machst du mit meinem Rechner? Das ist pfui. Nee. Boah, ey, so schlimme Frame Drops hatte ich lange nicht mehr. Aber naja, Gott. Ich weiß gar nicht, was das Zeug alles ist, aber ich nehme es einfach mal raus. Hm. Praktisch, dass die Löffel auch an der Wand hängen. Jede Hausfrau sollte das so organisieren. Dann finde ich auch alles. So. Hallo? Nehm das auf, schütte es da rein. Thank you. Das kann ja was werden. Ah, Butter kommt sofort. Fettarm kochen, kein Öl an die Nudeln. Aber Hauptsache richtig Butter in der Pfanne. Das finde ich auch immer so toll bei diesen tollen Ernährungsexperten und Shit. Wo ich ja immer mal gesagt habe, diese Ernährungsexperten, die müssen echt mal zu mir kommen, weil ich bin echt den ganzen Tag am Essen und ich nehme echt mal keinen Gramm zu. Ich sehe nicht so aus wie Twinny. Sondern, ja, das setzt bei mir nicht an. Da würde ich gerne mal von den Ernährungsexperten hören, was jetzt genau bei mir falsch gelaufen ist. Also, ja, ich dachte, ich müsste die Flasche diesmal aufmachen. Ja. Hot Pepper Sauce. Mhm. Ja, bloß nicht sparsam sein. Da muss ja richtig das Hirn von wegfliegen, wenn man das frisst. Yummy. Denn so heiß wie es reingeht, muss es auch irgendwann wieder raus. Aber das wissen wir ja. Diese Framedrops nerven gerade voll, ey, aber echt nicht mehr feierlich. Vor allem, weil ich den Spot nicht richtig treffe. Weil es irgendwie komisch aussieht mit der Umrührerei, aber... aber Camtasia hat sowieso irgendwie eine an der Waffel in letzter Zeit, ich weiß ja auch nicht. Warum das so ist, ist es halt so. Das Lied, was ihr übrigens im Hintergrund hört, normalerweise, ich würde es ja verlinken, das habe ich ja jetzt mir so angewöhnt irgendwie, aber hier das Lied kann ich schlecht verlinken, weil ich dieses Lied mehr oder weniger, ja, mir quasi selbst zusammengesucht habe. Das ist ein Lied, sehr interessant übrigens, als ich aus einer alten Folge mit der Sendung mit der Maus mehr oder weniger rausgeschnitten habe. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Joker, du hast sie nicht mehr alle, und was soll ich sagen, recht habt ihr. Aber... Das kennt ihr ja schon. Allerdings war es eine ganz gute Übung, um mal ein bisschen mit Audacity rumzuhantieren. Ich habe mich ja lange gegen Audacity gewehrt, aber ich habe es ja jetzt auch. Ich benutze es aber nicht zum Aufnehmen. Aber zum Bearbeiten von Zeug. Dafür ist es eigentlich ganz gut, würde ich mal meinen. Valtella, mach Feuer an. Gott verflucht. Das wäre ein Ding, Frame Drops in der eigenen Küche. Die Real Life Exe ist kaputt. Eieieiei. Yep, schöne Nudelhaufen. Rein da mit den. Was soll das überhaupt sein? Sieht aus wie Zwiebeln. Ach, hätte ich doch eben aufgepasst, was es war, aber. Wen kümmern schon Zutaten bei einem Rezept? Ist ja lame. Wir nehmen uns einfach das, was am ähnlichsten aussieht. Hey, wir können es fein endlich ausstellen. Jetzt kommt der einzelne Teller, den Sarah in ihrer Küche hat. Sarah hat nur einen Teller in ihrer Küche, das ist Wahnsinn. Was willst du denn von mir? Keine Petersilie, sondern Frühlingszwiebeln. Im Sommer macht Sinn. Aber gut. Das finde ich auch immer lustig, mit dem Löffel auf dem Teller drapieren. Das würde mir auch nicht passieren. Ich glaube, ich würde die Pfanne nehmen und einfach mal stumpf auf den Teller stürzen, wie man so schön sagt. Warum? Weil das wahrscheinlich dann genauso aussehen würde, wie es jetzt aussieht.
schönes Muster aus Frühlingszwiebeln rübergießen. And that's pretty much it. Yay. Sieht aus wie Kölns Montag in einem Zelt, aber gut. Anyways. Das waren meine Carbonara. Deine Pasta Carbonara sind fertig. Yay. Neues Spiel, nein, nee, lieber nicht. Naja, das war's mit der Let's Brutzel-Folge von hier. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Gericht. Ich muss da nochmal schlau machen oder so, ja, was es da so für einzelne gibt, was ich euch für einzelne Gerichte noch antun könnte. Naja, in diesem Sinne bis dahin, haut rein.